Ha! Schlecht seid ihr! Mother of God! Hör mal, du hast Vertrauen auf die Goldmedaille! In der Form eines Sternes! Die immer mit ihren Goldmedaillen und so, oder goldene Schätze, das ist ein Stern! Hm. So, damit wären es nur noch 9. Oh, du willst runterzählen, kann das sein? Ja, na, ja, will ich auch. Ist das schlimm? Der 9 Stars. Ja. So, jetzt machen wir noch einen Stern hier und danach gehen wir zu diesem Bowser. Ja, okay. Danach können wir eh erstmal nicht woanders hin, außer zu dem Bowser. Ja, okay. Lasst uns die Silbersterne suchen. Ach, ist das nicht mit Bean Mario? Doch. In einem Wasserlevel. Ist das nicht schön? Ja. Nicht. Das ist dieser Moment, wo man heulen möchte. Ja, komm, wir fahren kurz zu Bean Mario da drüben. Miau. Unter Wasser ist er irgendwie schneller, finde ich. Kann Mario sich denn hier festhalten? Nö. Aber hier oben, ne? Hier kann er doch. Ja, hier konnte er stehen. Besonders dass ich hier. Und auf der Wolke auch. Oh. Mach's doch nicht so dramatisch! Swat! Ey, ich wollte da die Sternteile. Einfach nur, weil ich es kann. Sternding da verfolgt, ne? Mhm. Nein! Oh oh. Oh! Dominik, du sollst es nicht so dramatisch machen! Boah, der Pinguin, ne? ich guck grad, wo... Da oben ist auf jeden Fall einer. Das weiß ich. Was ist denn hier? Wow. Normal. Nobody needs this. Also ich zumindest nicht. Denn warum habe ich die irgendwie gesammelt? Keine Ahnung. So. Am besten jetzt einfach. So. Miau. Miau. Swoop. Tschüss. Hm? Oh. Na ja, da ist wieder so ein Mumpy, ne? Mhm. Ja, gerne diese Sternenteile. Ha! Oh. Der wird aber nicht von mir gefüttert. Nein, der kriegt nicht zu fressen. Nein! Oh, das... Rachel. Das war doch jetzt so klar. Ja, ich dachte schon am Strand so, das war ein bisschen sehr weit vom Strand, Ende entfernt. Mhm. Ob das Glue, was Glue, Glue. Ha? Ich hab mir gedacht, ob das was wird bei der Distanz. Nee. War ich jetzt schon im Wasser? Nee. Du bist doch normal im Bienenkostüm. Glue, glue, glue. What the? Als ich das hier privat gespielt habe, Leute, bin ich hier ohne Probleme durchgekommen. Ich kann's bezeugen. Das ist meine. Daran kann ich mich noch erinnern. Daran kann ich mich noch erinnern. Das andere, nicht. Oh. Oh, nice. Jawoll. Ich flieg kurz hier hoch. You don't say. Kamera, wo bist du? Miau. Einfach mal ein bisschen loslassen, Leute, dann klappt das eigentlich. Ja. Man fällt ja eben ein bisschen noch um. Mhm. Toll! Fatality. Halt, ich wollte den Silberstern, der ist hier oben, wie ich noch gesehen habe gerade. Ansonsten? Ich habe mich gerade richtig geguckt, wo der ist, deswegen fliege ich jetzt hier hoch, die Palme hoch. Da hinten ist auch ja. Hier ist er. War da oben auch einer? Ich glaub nicht. Nee, da kommt man, glaube ich, auch ganz schlecht dran.
Oh mein Gott, die verfolgen dich. Nein! Wird fallen! Oh! Bäm! Sie folgen mir! So, einfach mal hier hin. Ja. Waffe ist dann auf der Plattform. Nicht so rasant. Hä? Nicht so rasant, bitte. Aber schwer rasant. Besonders jetzt, dann gibt es so dicke Baumblätter. Weiß nicht. Genau das ist es nämlich. Gehst du weg? Was ist das? I don't know, ich sollte weggehen. Das hatte dich aber gern. Das macht mich auf jeden Fall langsam, das weiß ich. Was mag dich halt? Wo waren jetzt die letzten Silberstern nochmal? I don't know. Dominik, denk nach. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Da unten ist ein Ring. Geh da mal rein. Wie geil die Kamera gerade ist. Ich muss sagen, die Kamera ist gerade echt geil. True Story. Und es tut mir weh. Ah ja, genau. Jetzt mit dem Wasserstrahl da auf das mittlere Ding da. Ist da drüben auch schon der letzte Silberstern? Ja, ne? Ja, klar. Miau. Diese das Logik sieht gerade überhaupt nicht krass aus, wie das Wasser da so geschlungen ist. Und besonders die Logik gerade hier. Wieso? Die da gerade war. Nämlich gar nicht. Anstatt so Wasser so fließen kann. Schwerelos. Der Ring da ist auch aus Wasser und sieht so aus. Also der Stern, der trollt jetzt einen gerade. Weil der Stern, der fühlt mich bestimmt zu dem Anfangspunkt wieder, ne? Ich denke. Los, fühl mich zum Stern. Jawohl. Dann hätten wir jetzt den vierten. Den fünf. Jetzt sind es noch 8. Wie viel? Ich habe mit 48, ne? Fünfter Stern war das jetzt in diesem Part. Ja. Haut hin. Ja, war 5. Dididididididid. 8 Sterne verbleiben. Sag ich ja. Okay. Dum, 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 dum. Dididididid. Einmal schön hier nochmal. Und jetzt ab in die Bowser-Galaxie. Ja. Jetzt reiß mir denn wieder den Arsch auf. Kreaturenfabrik. Na Dominik, jetzt reiß mir denn wieder den Arsch auf. Wir haben zwar nur noch so 2 Minuten, aber wir können ja auch in der Galaxie einfach mal so Part beenden. Ja. Mal so ganz fies sein. Oh Gott. Oh nein. Moment mal, war das die Galaxie, die ich gerade denke? Wo man die Kugel wirklich so ekelhaft lenken musste. Hä? Ja. Bah. Ich weiß noch, meine Rage ist hier. Oh. Ich weiß nicht, oh, dass es dich getrollt hat. Oh. Oh. Dominik, nicht so rasant. Doch. Mein Herz. Your heart? You have a heart? Yes. Du hast ein Herz? Ja, ich hab mir neulich erst eins zugelegt. Komm schon, Kugelwilli, Kugelwilli, wohin muss ich eigentlich schon mal? Ja. Nein, du bist falsch. Da lang. Kugelwilli, hier lang. Wo bist du? Oh! Mother of God. Miau. You did it. Komm, lass mich sofort zum Boss. Oh nein. Oh no. Nein. Du musst doch erstmal mit dem Platten Bekanntschaft machen. Mhm. Dip, 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 dip. Yeah, mehr Leben. Hier, bitteschön. Tschüss. Ne? Ich kann hier keine Pause drücken, das geht mir gerade auf den Nerv. Ich wollte gerade eigentlich den Part beenden. Okay. Kannst du jetzt? Nee, noch nicht. Ich glaube. 5 Sterne gesammelt. Einmal haben wir die Reifenzonen-Galaxie komplett abgeschlossen. Und ja, und noch den Kometenstern und Luigi immer noch mal gerettet. Wenn ich die noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Da bleibt mir bloß eins, meine ultimative Waffe, auf geht's. Otterkönig. Und Akizaku LP ist natürlich auch dabei, oder Jan? Ich mag ihn nicht. Bowser Junior.
Wow, den haben wir doch schon einmal besiegt, nur in einer anderen Farbe. Oh, wie süß. Dazu hattest du nicht solche Platten. Ah! Ja, aber trotzdem ist er leicht. Ja. Tschüss, hier. Oh, Tennis wie gegen Gendorf. Aber Gendorf macht das definitiv prohafter. Bei Gendorf sieht es auch cooler aus. Gendorf ist ja auch kein Tintenfisch. Zack. Oh, nein! Meine Krone! An meine Krone geklaut! Meine Augen! Wenn ich Zitate aus einem Film, den ich letztens gesehen habe, zitieren darf. Welchen denn? Hetscha! Das SpongeBob Schwammkopf-Film. Ach so. Meine Krone wurde geklaut! Meine Augen! Ja genau, meine Augen! Das war das sowieso die gleiche Stelle, wo du dachtest, man könnte... Der Sternwärter da drüben, du bist einfach über die Lava gesprungen. Damals. Hä? Du hast mir doch mal erzählt, dass du an irgendeinem Teil so einfach in die Lava gesprungen bist, weil du dachtest, der Stern wäre auf der genau gegenüber. Und das wäre nicht so weit. Nee, das war beim ersten Mal, wo man gegen den kämpft. Das war beim ersten Mal, wo ich gegen den kämpft. Was bist du denn? Doll! Ich hab grad irgendein Insekt getötet. Fatality! Während der Aufnahme. Doll! Ich dachte, was ist jetzt los? Na so, hä, warum machst du Doll? Ich hab wohl gar nichts getan. Jetzt fehlen nur noch 7 Sterne. Captain Obvious. Dim, waren ja dim, eben auch bei 8. Soll ich auch diesen Flugstern holen? Oh ja. Ja, bringt einen Stern mehr. Erstens mal das und zweitens mal kannst du fliegen. Boah, direkt 4 neue Galaxien, krass. Da diese die ja, großen Sterne ja beisammen sind, ist das Kraftfeld geradezu gleißend hell geworden. Wenn die Sternwarte wieder als Sternschiff fungiert, weisen wir den Weg zum Zentrum des Universums, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Nur noch ein paar wenige Powersterne, ich bitte dich. Mario so, who cares about Peach? Du bist Steiner! Ja, genau. So, dann holen wir uns jetzt... dann erst ins Zentrum des Universums reisen? Die Person, die mir wichtig ist, bist du. Oh. Nein, die ist so. Nein, tut mir leid. Ich bin Mütter dieser ganzen Sternkinder. Man muss die einen potenten Mann haben. Und ich bin Single. What the fuck? Muss die viele Liebhaber haben. Ja, Mario. Ist doch schon einer. Hey Mann! Hey, ich will was essen, ne? Gib mir Essen! Komm schon! Hey, listen! Give me something to eat! Hey, listen! Give me food! Listen! No. Hey! Dum, dum, dum. So, das Kinderzimmer. Ja. Leute, ihr erinnert euch bestimmt an den ersten Part, wo wir hier drin waren. Ja, ich habe mich irgendwie verarscht gefühlt. Was machst du denn hier? Hauptsache, ich bin da unten gegen gesprungen, ich bin auf einmal oben. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Nein! Warum denn? Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass es so etwas passieren würde? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus? Sammel 100 Lila Münzen, Bitch! Und sammel den runden Stern, damit du fliegen kannst. Yeah. Tutorials interessieren keinen. So. Wir müssen jetzt 100 Lila Münzen. Wenn man sich doof anstellt, kann das länger dauern. Wie ich gerade. So zum Beispiel. Ja. Am besten sammelt ihr erstmal die eben hier. Lange den einen Stern gesucht hast. Du wart gespielt. Wo ist der eine Stern jetzt? Die eine Münze. Ja gut, dann die eine Münze, aber wo ist das eine Ding jetzt? Oh. Mhm. Schau mich halt auch jetzt gerade doof angeschnallt. Du kannst übrigens auch anhalten, ne? Wie? Ach ja, mit A. B. Ne, mit A. Ja. Mit A. Swat! Das Zielen bringt, finde ich, aber gar nichts, irgendwie.
besonders geil ist, wenn man fliegt und dreht, dann sammelt auch man auch die Münzen ein.